Guck mal, 17 Münzen habe ich nach Hause gebracht. Sind wir nicht toll? Du bist der Beste. Ich bin der Beste. Unglaublich. Davon können wir uns mindestens einmal, ich habe vergessen, wie es heißt, wow, das ist der Kau kaufen. Nee, Cornados. Cornado. Cornados, Elvis Presley. Hinnerk ist wieder dran. Mit Wario. Wario. Mal gucken. Ich hatte voll das lame Level, hör mal. Du hast auch gar keinen Booster gehabt. Oder willst du... Willst du einen Destiny 2 Rockstar Energy Drink? Nee, ich probiere jetzt auch mal diesen Booster. Ja. Wir machen hier überhaupt keine Schleichwerbung, gell? Ich habe schon so viel Gutes drüber gehört. Das ist der Booster ist total. Komm her, der ist richtig tu es, lecker. Shit. Was ist das für eine Wolke? Alter, ist ja. Die aus China? Also, ich habe jetzt keine Klischees oder so. Hoi! Ein. Hayabusa Wolke! Wasabi! Ja. Hat die da eine Schnur, mit der man die an- und ausschalten kann? Das ist wie die alte Toilettenspülung. Ja. Die steckt doch fest, Frau Hansen. Dinge, von denen die heutige Jugend gar nicht mehr weiß, dass es sie gibt. Ja. Toilettenspülung? Ich drücke aber nur die kleine Taste. Schön fürs Rumknistern, aber... Hinek, ich habe Dinge gesehen. Alles gesehen. Oh, hier gibt's Monde und Sterne. Womit wir wieder bei Odyssey werden. 700 Monde. Och, die Viecher. Muss man da nicht... Ja, ja, oh. Ich kann sie füttern. Go ahead. Das kann jetzt wieder dauern. Der kackt dann die schönen Zähne. Ach, scheiße. Der kackt dann die Kreuze aus. Ja, die Wolke, wenn der Blitz einen Gegner getroffen hat, gibt's dann auch Zehner. Nein! Oh. Boah, wie das schon riecht, ey. Das, ja. Erstmal der billige Kram und dann. Booster! Booster! Sonst nichts! Booster! Prost! Knabbern? Voll im Prost! Bei diesen Boxen ist ja immer... Okay, Real Talk, ja? Bei diesen Boxen ist ja immer das Blöde, dass man mindestens eine Sorte eigentlich nicht mag, ja. Ja. Aber ich glaube, der Sinn dieser Boxen ist auch, dass man die nicht alleine isst. Ach so. Dass sie schon... Das Gesicht hauen. Was ist das denn für die Geier? Ja, das Spiel dümpelt so hin. Du erklimmst einen Schlüssel. Okay, jetzt müssen wir einen Eingang suchen. Du erklimmst einen Schlüssel. Mann, kann er balancieren. Ich habe schon fast gedacht, dass da sowas kommt. Hast du schon was gesehen? Nee, aber das ging ja zu zwei Richtungen quasi hin. Ach so. Schwimmst du gerade durch Harz? Wario kann ja nichts aufhalten, also. Obwohl, im Baum ist ja viel Wasser drin, ne? Ja. In der Rinde. Das haben sie uns früher so beigebracht. Habe ich nicht aufgepasst. Have not enough minerals. Genau, die Frage möchte ich jetzt bitte. Die ist mir heute das erste Mal gekommen. Oh mein Gott! Vorher müssen wir das... Wow! Wow! Power Brofist! Die Brofist. Das sieht eher aus wie ein Baseballhandschuh, oder? Ja. Na, wir haben doch fast alle Schätze gewonnen. Ja. Ja, und weiter geht's. Ja, nee. Das ist ja wie bei Mario Odyssey, wenn du so einen Mond findest. Ja. Kannst direkt weiterspielen. Ja. Kann ich von der Leiter abspringen? Nee. Also, bei StarCraft 2 sagt der Announcer in der englischen Fassung: You have not enough minerals. Was völliger Unsinn ist, weil es eigentlich richtig heißen müsste: You don't have enough minerals. So, warum? Man geht nicht auch darüber, aber. Tja, nee, ich geh. Das sind nämlich. Sagt die der zentralen Lehrer. Fragen des Lebens. Bitte recherchieren Sie das bis zur nächsten Stunde. Folge, Stunde. Wir erwarten ein vollständiges Referat in den Kommentaren. Ja, Chef. Die sind schon lecker, aber wenn ich so festhalte, ist es gefährlich.
Ich kann dir diese Last auch mal abnehmen. Mal alle mal probieren, ne? Schmeiß das Ding da einfach rein. Das war ja ein leicht zu findender Schatz. Ja. Ich finde die alle gut. Alle? Ja. Ich finde, die funktionieren alle. Ich glaube, ich hatte die Brezel nicht. Okay. 57 in Heaven, was machen wir denn damit? Sinnlos, sinnvoll. Ach nee, du hast schon fertig. Was? Ja. Also. Hä? Hä? Ich bin aus Versehen dran vorbeigelaufen. Du bist rausgelaufen aus dem Bild oder was? Ja. Ach, huch. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß aber du hättest doch duplizieren können, du hättest doch eine Leine ziehen können. Ja. Ich glaube, du wolltest nur. Ach so, guck mal hier. Nur ja, es schiebt sich einfach 5 auf einmal. Es ist nichts mehr über, wenn ich fertig bin. So. Das ist übrigens Philipps erster Energy Drink in seinem Leben oder so. Ja, so ungefähr, ziemlich fast. So, seit dem letzten Leben. Also zumindest. Zumindest ab von einer Zeit, in der der einzige Energy Drink, den man kriegen konnte, Red Bull war. Ach so, ja. Jetzt gibt's Booster. Gut, das sieht nach Lora aus. Übrigens, das soll hier keine, das ist ja keine Werbeveranstaltung. Nee. Mit diesem Tisch musst du einfach zu sprechen kommen, ja? Bring noch was zu knabbern mit. Ich gehe noch einkaufen, vielleicht bring noch was zu knabbern mit. Ich gehe schon einkaufen. Ja, alles klar, dann bring mal was zu. Ein bisschen was zu knabbern, hat er hinterher geschrieben. Und dann komme ich hier an und dann liegt hier einfach der ganze Tisch ist schon voll. Ey. Die Drinks sind aber von dir. Die Drinks, ja. Genau wie der. Haben wir schon den Destiny 2 Rockstar Energy Drink erwähnt? Oh, ist da ein Code drauf? Weiß ich nicht. Ist da Scheiße drauf für Destiny? Als ich das gesehen habe im Stream Bernie und Rip, fand ich das Spiel verdammt langweilig. Aber es ist halt nicht mal. Also ich verstehe schon den Appeal, aber ich habe da auch nicht so. Sammel kurz auf den Laschen. Was? Sollte das nicht Luschen heißen? Laschen und löse sie unter Destiny, rockstarenergy.com.de. Ach, löse sie ein unter. Okay, Entschuldigung. Plus die Chance auf tolle Gewinne. Destiny 2 Limited Edition Spiele, PlayStation 4 Pro Konsolen. Die Codes schalten Ausrüstung im Spiel frei. Husqvarna Motorrad im Destiny Look. Gibt's auch zu gewinnen. Wo sind denn die Codes? Wo ist die Lasche? Ich glaube hier unter der Lasche. Unter der Lasche? Da ist in der Mitte das, die Lasche nicht ausgestanzt. Ah ja. Da ist der Code drunter. Da geht jetzt gleich auf. Über den DS. Und wenn ihr diesen Code gewinnen wollt, ja. Schreibt ihr in die Kommentare, ja, warum der Announcer bei StarCraft 2. Ja. Warum wir im Jahr 2017 festgestellt haben, dass er Quatsch labert, wenn sie dieses Video 2020 sehen. Ach ja, die Tücken des Videoschnitts habe ich immer. Wer weiß, was es hier wieder für unvorhersehbare Konsequenzen gibt. Ach wart. Vorhin zwischen Video, zwischen BIOS-Update und hey, wir haben keinen Sound und... Immer diese Technik. Also das ist gerade extremer Brainfuck. Irgendwie passt die Geschwindigkeit nicht. Guck mal, die Schienen und der Rest und what the fuck. Weißt du, was ich meine? Ich versuche nicht drauf zu achten. Ja, nee. Ja, nee. Oh, das ist halt Vordergrund und Hintergrund, ne? Das soll ja zu parallaxig sein, ne? Oder scrollt oder so. Mhm. Oder ich hab den Eindruck, die Schienen fahren in eine andere Richtung. Ist ja logisch. Weil sie stehen ja. Ich kann die Gegner einfach anschieben. Ja. Ja, das ist halt der kleine Freund des großen Mannes. Na, oh. Ich kann halt gut antworten. Mann, als Hadouken. Ich wollte mich kurz verstecken. Ist irgendwie voll das gute Launenspiel geworden. Wo ist die Ernsthaftigkeit hin? Ich weiß es auch nicht. Was passiert? Die ersten Leveln wurden noch so. Liebe Entwickler, diese Lava-Welt, die ist so assi. Ja, und dann guckt ihr das hier an. Ja, jetzt ist doch irgendwie. Was geschieht mit uns? Vielleicht sind wir einfach. Ich hänge ja! Vielleicht sind wir einfach in den letzten 3 Jahren bessere Gamer geworden. Wir sind bessere Gamer geworden, weil wir mehr Lootboxen gekauft haben. Schon wieder angekommen hier.
Dieser Zug endet hier. Wie, das war's? Ich nehme dich jetzt mit. Ja. Mensch, keine Fails diesmal. Und was hast du zu den Geschmacksrichtungen? Oder hast du noch nicht alle durch? Oh, wir ziehen an der Leine. Ja, das haben wir noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht gesehen in der neuen Session. Das, so sieht das aus, wenn man gewinnt. Und quillt dann eigentlich sein rechtes Auge da raus oder das linke? Okay, lass mal drauf achten. Ja. Ja, das ist irgendwie so. Dass er einem noch so zuspringst. Oh. Oh. Naja, du kannst ja auch nichts dafür. Ja. Oh. Ich hau ab. Alles Mist hier. Mist. So, 3240 mal 2160. Ach ne, nicht ganz. Bisschen mehr. So, hier, jetzt muss man hier, hier Restaurant-Tester Rach ran. Mhm. Oh nein! Darf ich bossen? Aber Bosse. Hast du das nicht umgestellt? Mhm. Wie muss man mit dieser Wolke umgehen? Kann man dir der irgendwie wehtun? Nee. Ja! Was soll das ein Stern sein, aus dem ein Typ rauswächst? Hilfe! Hilfe! Ich bin in einem riesigen Stern. Achso, wenn die einen Gegner abschießt, dann. Ja. Dann gibt's 10er-Münze. Ah, okay. Aber das zu schaffen ist ja. Ein Purpose ist ja fast unmöglich. Yes! Sehr gut! Das ist aber schwierig hier. Das ist ja voll on Drugs. Ja, ist ja klar. Komm! Hatte ich ah, fuck! Oh. Ah, Idiot! Der hört ja gar nicht mehr auf. Ja, die dreht voll am Rad. Na? Komm her, liebe Wolke. Nochmal! Ah! Aber dann dreht er um. Dann dreht er um. Schmecken tatsächlich alle ganz gut. Ja, ne? Ich möchte allerdings behaupten, dass mindestens zwei Sorten übrig sich eigentlich überhaupt nicht unterscheiden. Ja, das. Also, ob man jetzt das. Ah, warum schießt die denn dreimal? Sieht sehr schön aus. Harry Potter, ey. Also, so. Finde den Unterschied. Ah, du hast einen Code oder was? So, der erste Code ist 3D786RT6CP2T. Eins, ob man den aber allerdings noch in 2-3 Jahren, wenn es mal geschnitten ist, einlösen kann. Hm. Ah! Zero Sugar. Was? Ja, ich weiß. Ist ganz schlimm. Wir veräppeln unsere Körper heute. Kann ich die nicht in den Blitz schmeißen? Halt das doch mal so hoch und dann, das ist jetzt die Mutprobe. In den Blitz geschmissen, hast du gesehen? Ja, das war schon sehr gut. Hilfe! Du bist schon ein bisschen fokussiert auf das Ding. Das schmeckt schon mal anders als Booster. Ich weiß aber noch nicht, ob es besser schmeckt. Yeah! Das ist echt fies, wenn du dann abbounst, dann bounst du in den Blitz rein. Erkennst du den Unterschied? Get over here! Das eine ist ein bisschen dünner. Ja, ne? Mhm. Also, und das andere hat so ein bisschen Kräuter dazwischen, glaube ich. Erkennen Sie den Unterschied? Warten Sie für den Fokus, gehen Sie nicht zu nah ran. Ich sehe vor allem den Fernseher so gut. Ja, du hast doch deinen Second Screen hier. Second Life. Wow, was ist das? Ja. Mittel Stage? Oh, oh. Was ist das? Wow! Free up! Drei Leben. Kommissar Labor. Kommissar Labor ist zu beschäftigt. Ha! Voll die Terrorwolke. Ja, aber hallo. Bababab. Ganz schön belastend, wie die einen verfolgen. Nö. Ducken Sie sich!
ducken sie groß. Da-da-da-da. Kann mich gern mal dran ducken. Ja, wie denn? Wann denn? Bababab. Ah, schon wieder. Komm. Ja, mal angetäuscht, oder wie? Ja, super. This is how we do it. Boah, mit den ganzen Münzen kannst du dann gleich in das Herzspiel gehen und es richtig verkacken. Yes. Ach, come on, du Trollwolke. Schießt 500 Mal dann. Nein, nein, nein. Oh. Oh, also hallo. Ja, wie jetzt? Ich will den Kreuzer haben. Du lebst gefährlich. Okay, gut. Sieh's ein. Komm schon. Ich sehe es ein, aber beim nächsten Loch mache ich es wieder. Ja, aber ihr habt ja recht. Alter, das waren jetzt wirklich vier Blitze hintereinander. Yes! Jawohl! Ich glaube, die wird aggressiv mit der Zeit. Die hat keinen Bock. Weil die dich nicht trifft. Ja. Die ist ganz schön pissed. So. Ah, schon wieder. Ich wollte gerade sauber sein. Schon wieder ge-Harry Pottert. Ich hab's mir schon gedacht. Ah. Dann sieht er die Münze und der dann Akku, so. Ah, der Akku ist bald leer. Wir müssen uns was für den Strom einfallen lassen. True story. Kann vielleicht mal die Wolke ins Gerät einschlagen. Weißt du, ich dachte gerade schon, oh, mit dem Teil sind wir aber ratzfatz durch, wo wir so Lemon Squeezy Level hatten. Und dann kam so eine Wolke. Dann kam so eine Wolke und die Lust auf Münzen. Yes. Aber hier gibt's auch drei ab drin, also insofern. Aber ich glaube, das ist auch nur einmalig, oder? Ja. Jetzt könnte man ja endlos fahren. Man ist echt patient. Knapp. Get over here, stupid Volk. Kaffee, Mann, wir stolz auf dich. Yes! Also inzwischen bist du schon einigermaßen Profi. Ja. Ja, ja. Du kannst Seminare anbieten. Ja. Sie nannten ihn Blitzwerfer. Drei ab! Wenn das Tatsache. Wieder geht. Krass. Ja! Na dann. Ne? Gar nicht so schlimm, was ich mache. Voll der Splash-Damage. Guck mal, das Splash ist zu beschäftigt. Ich hab mich doch geduckt! Ja, hast du. Ich hab's gesehen. Also wacken oder was? Gibt's doch nicht. Boah, auf, boah. Wow! Strange, diesmal hat's geklappt. La 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 la. Und den zweiten hat's getroffen. Ja. Lames. Also das war hier in der Tat ein bisschen kompliziert. In der Tat. In der Tat. Tatsächlich. Was war es nochmal die? Alpecin. Alpecin, ne? Ja. In der Tat. In der Tat. Ich ziehe jetzt an dieser Grafik diese Welt ein bisschen auseinander und das beweist total, dass das hilft. Ja. An was für Werbung erinnert ihr euch? Aus einer Zeit, als wir Fernsehen geguckt haben. Ja. Ja, aber ich doch auch. Ja, war dieses völlig falsch ins Bild gehaltene Mikrofon da. In der Tat. In der Tat. Das kennst du nicht? Nein. Dieser grauhaarige Typ da. Nein. Der da steht vor so einer einfachen Grafik mit Wellen, wie schnell Haare nachwachsen und und wenn man Alpecin nimmt, ja, dann wachsen sie so schnell nach. Nein, nicht. Länger, ja.
Ja, länger, ne? Länger, also den Zyklus der Haarwurzel oder so. Der Werbealgorithmus meines Fernsehers hat mir immer andere Werbung zugespielt. Oh nein, ich habe geswitcht. Ja, wer weiß, was jetzt für ein Gegner kommt. Oha. Oh Gott. Ah. Ist das ein Schädel? Das ist ein Totenkopf im Hintergrund. It's a ghost. Ja. Oh. I'm scared. Passt ja zu Halloween. Ich muss kreuzern. Oder was? Au! Was geht denn ab? Nee, das muss Gegner. Hat nicht so viel geholfen. Seine Geister, die er wirft. Seine Geister, die er wirft, muss ich auffangen? Ja, wahrscheinlich. Also. Ja, wie jetzt? Ja, solange du nicht frontal gegen die bounce, kannst du ja auch so von unten, glaube ich. Greifen? Ja, also. Au, so, nicht! Ja, der hat dich ja jetzt direkt. Das ist echt eine fiese Sache, dieser Level und dann dieser Boss. Ja. Toll. Mein Effort hier. Deswegen gibt's auch übrigens jedes Mal das 3 ab. Ja. Ja. Und deshalb. Holy shit. Dann vielleicht hätte ich doch besser die Flames behalten, ne? Ja, vielleicht. Du, ich möchte einfach mal behaupten, du kriegst gleich noch eine Chance. Ach so, ja. Jetzt lässt er die Münzen schon liegen. Ja, aber ja, es macht ja keinen Sinn. Ich habe ja nichts davon. Richtig. Das Spaß macht's ja schon, ne? Warum ist denn da dieser Kreuzer auf dem... diesem Grabstein da, das verstehe ich nicht. Weil normalerweise auf Grabsteinen Kreuze sind. Ach so. Ach, deshalb sind da Kreuze drauf. Wegen Wario. Mm. Ja, nein. Die Walwo. Nachdem der Herr Friedhof dieses Spiel gespielt hat. Ja, der Herr Friedhof dachte, ich finde das so beeindruckend. Da muss ich gleich erstmal ein Memo rumschicken. Nachhaltig. Jetzt hat's geklappt im Dorf. Mich hinterlassen. Ja, diesmal hattest du auch nicht den Hornhut auf. Ah, das Horn. Siehst du? Das musst du springen. Ach, weiße Antäuschen, ne? Und das war eine riesen Rückrufaktion, nachdem der Herr Friedhof das festgestellt hat, ne? Weil die ganzen Gräber ohne Kreuze mussten erstmal wieder zurückgegeben werden. Ja, das komplette Grab. Das war eine riesen Rückrufaktion. Ja. Ja. War VfW-Skandal nichts dagegen. Nee. Wurde aber alles vertuscht. Ja, also. Ja, die Lügenpresse hat ihr übrigens getan. Oh mein Gott! Scandalous! Fake News! So irgendwie, I see a pattern in this. Move along. Das ist so my face does not look like an orange. I don't get it. What I have to do. So. Ja, genau. Ah, ja, genau. Ich glaube, so. Ich freeze hier einfach. Ich glaube, du hast. Ich ja, wow. Mann, ey. We got this. Yes. Oh Mann, ey. World first. Ich habe einfach Speedrunner ausgefallen. Oh. Wie kann man nur so hart rutschen, ey? Leg den Speedrunner in dir. Und wir. In der Tat. Oh, geil, guck mal. Ja! Ich glaube, jetzt kannst du auch rausgehen. Ich kann jetzt rausgehen. Ja, nein, geht eh nicht. Ja. Herr Batz. Würde ich mal sagen, tschüss. Ciao. Tschö. Mensch, was für ein Brett. Leck mich. Ah. Ja, das, guck mal, was da aufs Konto kommt. Ja. Wir haben noch nicht mal 10 Jahre zusammen. Boah, man ist ja schlecht. Oh, ist das gut. Das war mal ein Finale, da hat keiner mit gerechnet.
keiner weiß, man weiß zwar immer noch nicht, wie man diesen Boss jetzt besiegt, aber, ja, aber ich war genau erschrocken am richtigen Punkt. So, Schockstarre. Und damit können wir mal wieder lernen, liebe Kinder. Ja, die Angst ist ein sehr nützlicher Mechanismus. Ja, auf jeden Fall. Ne? Dann wirft man Geister weg. Ja. Ja. Auch in der nächsten Folge lernen Sie wieder etwas sehr Spannendes. Schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt. Wenn es heißt. In der Tat. In der Tat. Oh mein Gott! Hast du ein Ladegerät? Oh, er stirbt! So. Ja, genau. Oh, ja. Ja, ja, genau. Ich glaube. Ich freeze hier einfach. Ich glaub, du hast. Ich. Ja, ja, wow. Mach mal den. We got this. Yes. Oh Mann, ey. World first. Ich hab einfach Speedrunner ausgepackt.